Heute machen wir ein paar Übungsstunden im Sport. Was? Sportunterricht? Cool, da bin ich richtig gut drin, ehrlich. Und was für Sportsachen sind das? Am besten du machst jetzt, zeigst mal deinen Flick-Flack over the Duck. Ich kann keinen Flick-Flack over the Duck, ich kann nur springen. So, du Loser. Ich bin noch klein. Hey, auf damit, Odi. Dann gibt das eine 6 und setzen. Nein, das kannst du nicht machen. Was kannst du denn, Odi? Zeig mal deine Tricks. Stopp! Hab mal ein bisschen Respekt vor dem Lehrer, du darfst ihn nicht duzen. Ist so. Du musst sagen sie, stimmt's, Herr Lehrer? Tut mir leid. Richtig, und deswegen kriegt ihr beide eine 1. aber... Ohne Sport zu machen, du Blödmann. Ja, super schön. Na schön, dann... Oh Mann, dann sieht sich sie eben halt. Genau, sie sind der beste Lehrer. Okay, das, sie haben sich schon geupgradet auf eine 5-. Mann, wenn's so weitergeht, werde ich glaube auch dieses Jahr nachsitzen müssen und wieder das Schuljahr wiederholen. Oh Mann, ich will nicht das Schuljahr wiederholen. Das ist voll doof, Leute. Und wann du machen bist wir so jetzt... ein Loser, Jimmy. Hör auf, Odi. Wann machen wir jetzt endlich den Sportunterricht? Ich geh noch raus. Wir machen jetzt draußen Liegestütze. Yippie. Oh, ah. Leute, ich liebe Unterricht im Freien. Das ist das Beste am Unterricht. Hm. Oh, Odi ist schon richtig gut dabei, Leute. Ich glaube, Odi wird ein guter Gegner sein. Hm. In Position runter. Bin unten. Ach, eins. Und 6. 2. Und 3. Ich zähle, Jimmy. Ich schaffe aber nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Aber wie schnell ich bin. Schau mal, wie schnell ich bin. Ja, boah. Odi so und machen? Und Odi und Brax, die sind auf jeden Fall mit die Einser-Kandidaten hier. Du bist ein Loser, Jimmy. Auf, das tut weh, nur weil ich so klein bin. Loser. Hör auf, mich fertig zu machen. Du bist. Du musst mal wieder eine Milch trinken, wirklich. Ja, und was mit dir, Brixie? Warum tanzt du eigentlich die ganze Zeit, ha? Das ist der Gewinnertanz. Boah, es klingelt. Okay, schönen Feierabend. Es regnet auch noch. Ja, toll. Ich gehe nach Hause. Das hat bestimmt angefangen zu regnen, weil Jimmy so ein Loser ist. Die sind so gemein, Leute. Und in der Schule waren auch alle gemein zu mir. Egal, dann gehen wir halt nach Hause mit dem blöden Regen und... Oh Mann, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich bessere Freunde hätte. Oh Mann, aber die waren echt richtig gut im Sportunterricht. Wir müssen auf jeden Fall dann einiges zulegen, Leute. Aber ich glaube, es ist besser, wir gehen nach Hause, Leute. Schaut die beiden euch mal an, die gehen schon nach Hause. Und es regnet wirklich in Strömen, das ist voll ätzend. Ich will am besten einfach nach Hause gehen. Das ist der blödste Tag, den ich jemals hatte. Und warum ist hier ein Luftballon, Mann? Und ein blöder Einkaufswagen. Oh Mann, und meine Tür ist immer noch nicht fertig. Ist hier eigentlich irgendwas in dieser Stadt fertig, Mann? Ich leg mich jetzt schlafen und mir doch egal, wenn da jemand reinkommt. Soll doch reinkommen, wer will. Genau. Ich werde ab jetzt ein ganz anderer Mensch. Ich werde ab jetzt richtig, richtig stark, Leute. Gute Nacht, Leute. Das Gewitter da draußen richtig. Und schaut mal, habt ihr es gesehen? Da war ein Blitz. Oh, das Ganze... Oh, gefällt mir gar nicht, Leute. Und da draußen ist auch die Tür weg. Oh Mann, eigentlich will ich oben schlafen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe richtig Angst. Und wenn es so weiter regnet, dann ist bald die ganze Minecraft-Stadt voller Wasser. Das ist gar nicht gut. Oh, schon wieder ein Donner. Oh nein, das muss endlich aufhören. Kann das nicht endlich aufhören, dieses blöde Donnerwetter? Auch dann noch eine Runde. Wer bist du denn? Einbrecher! Ich habe keine Diamanten und du kannst dir jedes Switch nennen, die du möchtest. Aber ich bitte, tu mir nichts. Okay, tu mir jetzt wirklich nichts Böses an. Denkst du, ich bin ein Einbrecher? Ich bin Spider-Man. Aber warum soll Spider-Man zu mir kommen und... Wow! Warte mal. Hast du etwa Fähigkeiten? Hast du auch eine Fähigkeit, den Donner auszumachen? Das ist voll gruselig und ich habe Angst bei Gewitter. Ach, du meinst das? Ja, das ist Thor. Komm mit. Thor? Wer ist denn Thor? Was babbelst du da? Thor ist der Gott. Ey, Thor, hör auf damit. Du kannst mal wieder Sonne. Guck mal, der ist einfach geflogen mit seinem Hammer. Was? Spidey, was machst du denn hier? Kennt ihr euch etwa? Du, kleiner Racker, wer bist du? Ich bin Jimmy, ich bin einfach nur Lumis kleiner Bruder und... Sag mal, bist du da gerade rumgeflogen mit deinem Hammer?
Na klar! Warte mal, ich mach den Regen kurz aus. Wie, du kannst das Wetter bestimmen? Das geht doch gar nicht. Niemand kann das Wetter einfach ausmachen. Wie redest du mit Thor? Thor kann das Wetter ausmachen. Aber ich bin der Gott des Donners! Wo ist der ganze Regen? Denn es hat gerade noch den Strömen geregnet. Das kann doch gar nicht weg sein auf einmal. Oh, du hast echt das Wetter geändert. Du bist ja mega cool. Und ihr seid sicher keine Einbrecher. Warum sollen wir Einbrecher sein? Das ist ein Gott. Und ich bin Spider-Man. Spider-Man hat den Menschen geholfen. Und wir helfen dir. Und wir sind Superhelden. Warum wollt ihr mir helfen? Weil wir mitbekommen haben, dich alle ärgern, weil du so schwach bist. Ja, das stimmt, Mann. Oh, vor allem meine Freunde, die haben mich voll runtergemacht, nur weil ich im Sportunterricht nicht so gut bin. Aber ich trainiere jeden Tag und eines Tages werde ich super stark. Sag mal, was müsst ihr eigentlich machen als Superhelden so? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, da muss man bestimmt immer viel Verantwortung haben, oder? Müssen die Menschen beschützen, die traurig sind, genau. Also müsst ihr mich beschützen? Cool, dann können wir ja gemeinsam Zeit verbringen. Yippie! Oh, cool. Wisst ihr was? Wir können noch zu meinem Boah, der kann echt fliegen. Wir können jetzt zu meinem Freund Niki hingehen. Ist der böse zu dir? Nein, nur manchmal, aber eigentlich ist er mein bester Freund. Oh, wir gehen mal hin, Leute. Ich glaube, Niki wird sich richtig freuen. Der wird mir das niemals glauben. Niki! Niki? Was macht Niki ja, denn, was Leute? Ist denn? Was ja, machst du? Oha, oha! Wir brechen bei Niki ein, Leute! Tut mir leid, Niki, dass meine Freunde die Tür kaputt gemacht haben. Das ist Spidey. Hier. Ja, das ist Spidey und Thor. Ich bin Spider-Man! Und die passen jetzt auf mich auf, dass mich jeder gut behandelt. Also darf ich die nicht mehr hauen? Hey, auf! Da war ein Blitz bei... Niki, wie hast du das gemacht? Hilfe! Haha, Niki hat einen Blitz abbekommen, Leute. Das sah lustig aus. Kannst du das nochmal machen, Thor? Nein. Wow! Oha, siehst du, du bist verrückt. Solltest dich nicht mit mir anlegen, Niki. Ich sag dir ehrlich, ab jetzt habe ich nämlich Schutz. Haha. Du kriegst gar keinen Schutz hier. Hör auf, Niki. Ich glaube, meine Freunde mögen das nicht, wenn du mich weiterhin so ärgerst. Hilf, ich verbrenne. Nein. Oh, ich glaube, ihr braucht auf jeden Fall Wasser. Tor. Hör auf, du darfst Tor nicht ärgern. Du hörst mir jetzt zu. Okay, ich hör zu. Du lässt Jimmy in Ruhe, Niki. Ansonsten werden wir dich in die tiefste Höhle mit den gruseligsten Spinnen schicken. Okay, versuch's doch. Das hätte ich nicht tun sollen. Wo ist Niki hin? Wir schlafen hier mit ein bisschen Fleisch, mein Kleiner. Nein, das riecht nach Niki. Ich glaube, ihr habt Niki zu Hackbrei gemacht. Aber kann man Wenn du willst, kannst du mit meinem Hammer spielen. Wirklich? Boah, cool. Gib mal... ich bin nicht würdig, das zu nehmen. Na klar bist du nicht würdig. Wieso bin ich nicht würdig? Ich will auch darum mit rumfliegen und so coole Sachen machen. Bitte. Und wenn ich eine Ausbildung mache und die mich vielleicht adoptiert oder so? Nein. Heidi, warte mal. Was denn? Wir können ihn nicht adoptieren. Aber ein Gehilfe wäre gut. Genau, ich bin euer Gehilfe. Ich mache alles, was ihr wollt. Okay, komm mit. Ja, warte doch auf mich. Oh Mann, der ist super schnell, Leute. Wo will er denn hin? Will er etwa zu meinem Trampolin gehen? Oh, selbst Spider-Man ist so schnell, Leute. Also, eigentlich wollten wir dir sagen, dass eine Aufgabe übernehmen kannst für uns. Was, eine Aufgabe? Welche Aufgabe? Sag schon. Ich liebe Aufgaben. Odi wird immer vom bösen Fangirl geärgert. Odi? Und eigentlich wollten wir heute ihr eine Lektion erteilen. Genau. Oh, wie cool. Und jetzt soll ich zum Fangirl und, weiß ich nicht, mit dir reden? Erledigen! So! Bumm! Okay, schaffe ich. Kriege ich hin. Habe ich dafür irgendwelche Mittel oder so?
Na klar, du kriegst von uns, Ja, komm, ich bin ein Baseballschläger. Ich will was richtig, Baseballschläger. Oh, warum kriege ich sowas Langweiliges? Ich will auch so einen coolen Namen haben. Genau das, ja, das will ich haben. Ja, bitte, 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 bitte. Das kriegst du noch nicht. Mann, was ist das für ein Gehirn? Ja, aua, du dummer Mann. Ich dachte, die beschützen mich, Leute. Mann, Thor mit seinem Blitz, der... Aua, hör auf damit. Ich renn doch schon. Na? Leute, 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 wir müssen mal ganz, ganz schnell dahin gehen. Hier muss irgendwo ein Fangirl sein. Und wenn ihr irgendwo hier ein Fangirl seht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich sehe bis jetzt gar nichts. Hier ist Schleimis Haus, Brexy, Hannah, meins. Da hier ist Odis und da oben bewegt sich doch was. Ich glaube, da ist das Fangirl, Leute. Wir müssen zu ihr. Und uns Momentchen mal. Ich bin Jimmy. Hey, bleib stehen. Hör auf, den Baum anzubrennen. Das ist nicht witzig. Hör auf damit. Mann, hör auf, den Baum anzubrennen. Du bist böse Fangirl. Ich mach sowas. Du darfst den Baum nicht abbrennen. Das ist Odis Lieblingsbaum. Jetzt hör auf damit. Warum bist du überhaupt so gemein, Fangirl? Weil mich keiner mag. Und wer mich nicht mag, muss... Was ist damit? Dich mögen doch Menschen. Jeder mag dich, zum Beispiel deine Mama und dein Papa. Also die. Guck mal da hinten, was soll? Was ist da? Nein, 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 nein. Wieso brennt der ganze Baum jetzt so schnell? Hey, nein, nein, nein. Das ist gar nicht gut. Wir kriegen ganz viel Ärger, Leute. Nein, der arme Baum, der arme Baum, der arme Baum. Oh, wir müssen das Fangirl fertig machen. Hör auf, den Baum kaputt zu machen, du blödes Fangirl. Hör auf damit! Ich glaube, das war kein Fangirl, Leute. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Aber, Odis Baum, der wird jetzt niederbrennen. Jimmy, schaffst du das etwa nicht? Nein, nein, nein. Ich habe das Fangirl erledigt. Aber Spidey, guck mal, der ganze Baum brennt ab von Odi. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mission fehlgeschlagen. Thor wird nicht glücklich sein. Aber ich habe doch das Fangirl aufgehalten. Was wäre, wenn sie... Mach mal Regen. Regen, stimmt, stimmt, Regen kann doch Feuer aufhalten. Oh, sehr gute Idee. Damit können wir, naja, einigermaßen noch den Baum retten. Leute, schaut euch mal das an. Der ganze Regen macht das Feuer weg. Cool, aber jetzt Jimmy, sieht das nicht gut aus. Ja? Mission gescheitert. Aber der Baum ist doch zu 50% noch da. Ich musste es regnen lassen. Ja, du hast recht. Oh, Manno. Kannst du mir vielleicht einen Trostpreis geben oder so? Hier. Hä? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Tennisball. Was soll ich mit einem Tennisball? Der Tennisball ist genauso schlecht wie du. Du hast recht. Ich glaube, ihr mögt mich alle nicht und ich kann einfach gar nichts. Warte, Spidey, merkst du das? Ich merke es. Was merkt ihr? Was ist los mit... Sag's ihm, Spidey. Was wollt ihr mir sagen? Hey, Leute! Ich weiß nicht, ob er dafür bereit ist. Doch. Jimmy. Ja? Du bist ein Auserwählter. Ein Auserwählter? Warte mal, heißt das, ich habe auch super coole Fähigkeiten? Was ist das? Freunde, das ist irgendeine Injektion. Und was passiert, wenn ich... Ja, ich nehm's ja schon. Okay, Leute, ich nehm's einfach. Eigentlich wollte ich euch nach Likes fragen, aber... Wow, warte mal. Ich habe ganz viele Herzen. Hey, wie cool. Wow, ich kann super schnell gehen. Boah, das ist mega cool. Oh, kann ich noch irgendwas Cooles machen? Kann ich super schnell hauen oder so? Ich weiß nicht, aber ich bin so super schnell wie Spider-Man. Wow. Was kann das eigentlich alles? Du kannst fliegen. Ich kann fliegen? Hä, wie kann ich denn fliegen? Wie geht das? Noch kann ich nicht fliegen? Oh Mann, oh. Superman ist gerade in Urlaub, deswegen nimm einfach mal das hier. Warte mal, das sind Supermans Ausrüstungssachen. Oh, wie cool, Leute. Warte mal, aber wo ist Supermans Kopf und... das sieht lustig aus. Aber wo ist Supermans Kopf? Er hat keinen Kopf. Er hat keinen Kopf, bist du sicher? Natürlich nicht. Oh, cool, Leute, wir sind einfach Superman. Ah, das ist mega cool. Ich muss fliegen, Leute, ich muss fliegen. Aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe jetzt wirklich Fähigkeiten? Ich weiß nicht, Leute. Meinte ich habe wirklich Fähigkeiten? Ich sollte das mal testen. Wie geht das denn? Wow, oh, wow. Er hat's geschafft. Hey, cool, wow.
ich kann durch die ganze Minecraft-Stadt fliegen. Wie cool ist das denn, Leute? Ich flieg durch das Tor durch. Oh, das ist mega cool. Warte mal, ja, ich bin ja wieder da. Oh mein Gott, nein, 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 die sind hier, ja. Komm runter. Ja, ich lande ja. Och, Mano, ja, was ist los? Wir müssen jetzt los. Der Bösewicht ist da. Jimmy, du schaffst das. Los! Du schaffst das und mach keinen Blödsinn, sonst werde ich dich. Ja, ich mach keinen Blödsinn, ehrlich nicht. Haut rein, Leute. Wow, habt ihr das gesehen? Ich hab noch ganz andere Fähigkeiten. Wow, wartet mal. Hä? Ich kann alles zu Eis machen. Boah, wie cool. Das ist ja mega cool, Leute. Und was ist das? Boah, einfach Eis werden. Und jetzt kann ich ein... Warte mal. Ich glaube, ich habe einen Röntgenblick. Wow, ich kann alles anzünden. Das ist ja mega cool. Das wird mir niemand glauben, Leute. Boah, wir machen die ganze... Nein, ich will eigentlich nicht die ganze Minecraft-Shot kaputt machen. Aber wenn mir jemand jetzt böse kommt, werde ich den machen. Jamie, was machst du da? Tut mir leid. Ich wollte eigentlich nichts machen. Ich bin da hingekommen. Oh, ich glaube, man hat mein eigenes Haus angezündet. Nein, ich muss mein Haus retten, Leute. Los, retten! Was ist denn hier los? Was ist das für ein Gescheit? Jimmy hat Superkräfte und hat sein eigenes Haus angezündet. Aus Versehen! Oh, das war aus Versehen. Ich hab den gemacht. Hä? Jimmy? Ja? Hast du mein Baumhaus angezündet? Nein, nein, ich hab dein Baumhaus sogar gerettet, ehrlich. Schau, oh nein, ich hab's wieder angezündet. Oh, Leute, irgendwie kann ich mit diesen ganzen Superfähigkeiten nicht umgehen. Ich krieg bestimmt richtig Ärger. Mann, mir tut das echt leid, Odi, ich kann das nicht kontrollieren. Ich verbann dich aus der Stadt. Du kannst mich nicht verbannen. Jimmy, du weißt doch, ich hab dich immer gemocht und ja, ich, weiß. Ich geb dir gerne. Rexy? Rexy? Was ist denn jetzt los mit dir? Was war das? Weiß ich doch nicht, was hast du getan? Oh, ich gehe nach Hause. Mir tut das echt leid, ehrlich, Rexy. Ich wollte euch nicht wehtun. Oh nein, das ist wohl schlecht, Leute. Ich hab zwar super Fähigkeiten, aber meine Freunde mögen mich jetzt gar nicht mehr. Das macht mir nichts aus. Rexy, das ist alles, was du drauf hast. Los, Odi, was ist mit dir, hä? Soll ich? Ich weiß nicht. Ja, los, mach, los. Ich verliere keinen Schaden. Oha. Oh, Odi hat super Laseraugen. Okay, Odi, seine Fähigkeiten sind wirklich stark. Odi ist ja auch in der Oberstufe. Ich glaube, deswegen ist er so stark, Leute. Ey, oh, warst du das, Rexy? Das hat richtig Schaden gemacht. Kinder, stopp! Ja? Die Testequipment sind natürlich nicht zum Spielen gedacht, sondern zum Trainieren. Oh, ich dachte, das haben wir jetzt für immer, Herr Lehrer. Ich dachte, wir können jetzt hier ein richtig Superhelden-Team sein. Genau! Ihr könnt diese Fähigkeiten natürlich... Marvel! Ja? Was können wir... Ihr könnt diese Fähigkeit natürlich nach eurer Ausbildung wählen, aber jetzt erstmal sind sie nur zu Testzwecken geeignet. Und was sollen wir damit jetzt machen? Ich meine, wir sind doch nicht mal irgendwelche Bösewichte. Und ich meine, eigentlich sind wir immer alleine hier, oder? Du siehst voll komisch aus, Brexy. Hör auf damit. Ich bin ein Zombie mit einem Bist Hammer. Du nicht, du Doofkopf. Du bist kein Zombie. Lass das sein, ansonsten muss ich mein Schild gegen dich verwenden. Hier, so. So, und nimm das. Was? Nein. Achso. Genug gespielt, Kinder. Wir gehen jetzt zum Testgelände und da könnt ihr eure Fähigkeiten wirklich austesten. Okay, das hört sich gut an. Ich laufe ihn hinterher. Oh, zum Test. Ey, wartet mal. Leute, ich bin super schnell. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, ich kann super schnell laufen. Wie cool ist das denn, ey? Wow. Ich glaube, ich bin der schnellste Mann der Welt. Du kannst aber nicht fliegen, Jimmy, wie ich. Ach, okay, Odi, du bist, glaube ich, schneller. Aber, ey, oha. Odi, wie hast du das gemacht? Ich habe fast kein Leben mehr. Oh, das war Brexy, nicht ich. Was? Brexy ist ja doch richtig stark. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wo ist denn jetzt hier das Testgelände? Wir müssen das auf jeden Fall suchen hier. Das muss doch hier irgendwo sein. Odi! Nicht so schnell, ich komme nicht hinterher. Oha. Hast du gesehen, wie schnell ich war, Jimmy? Ja, ich hab das gesehen. Das ist echt gefährlich. Ey, du hättest auch so ein Pferd mitnehmen können. Das wäre gar nicht gut. Und so schnell kannst du gar nicht mehr werden. Weißt du, warum? Warum? Na?
Hey, hör auf, Mann, mir ist kalt. Das ist alles voller Schnee. Odi, das reicht. Du sitzt heute auch nach. Ja, das hast du davon, Odi, mit deinen Fähigkeiten. Du willst mir nur das Leben schwer machen, aber das kommt jetzt nicht mehr in Frage. Haha. So, Leute. Ja, nochmal wegwerfen. Boom, wir sind super. Hä? Was ist alle denn? Alle herkommen. Och, Mann, was ist denn jetzt schon wieder, Herr Lehrer? Folgendes. Was ist denn los? Eben. Ihr hattet jetzt genug Zeit, eure Fähigkeit zu testen. Mhm. Darum tauschen Odi und Jimmy jetzt einmal ihre Fähigkeiten aus. Oh ja, ich will auch Superman sein. Ich will nicht irgend so ein Typ mit dem Schild sein. Odi, das ist voll langweilig. Das machen Odi, das, ja. Das war eine Anweisung vom Lehrer. Du kannst gerne noch länger nachsitzen. Ha. Och Mann, hier, du Doofkopf. Na hier. Ich will nicht dein blödes Schild. Oh doch. Jetzt werde ich mich erstmal richtig ausrüsten. Wo hast du deinen Umhang? Wo ist dein Umhang? Gib mir deinen Umhang, Odi. Den kriegst du niemals, der gehört mir. Gib ihn her und gib mir die Injektion, los. Och Mann, okay. Ich war auch fair zu dir, Odi. Und Superhelden müssen auch teilen. Hier, du Doofkopf. Oh, okay. Ich werde mir das jetzt geben. Das wird richtig cool. Und ja. Let's go. Oha. Was kann ich jetzt machen? Gewöhnt ihr euch an eure neuen Fähigkeiten? Ich gehe kurz die neuen Trainingsobjekte holen. Okay. Ich sehe ja richtig cool aus mit dem Superman-Anzug. Brexy, schau mal, wie ich aussehe. Das sieht doch voll cool aus, oder? Das sieht viel besser aus als an Odi, weil du ja orange bist. Eben, das sieht echt gut aus. Wo ist denn Brixi jetzt schon wieder? Und Odi, du hast dich ja komplett umgezogen. Oh. Ja, ich bin jetzt... Oh, der mit dem Schild, der ist aber langweilig. Oh, guck mal, Odi, was ich machen kann. Wow. Nicht! Entschuldigung, das wollte ich nicht, Leute. Ich wollte nur ein bisschen schauen, was passiert hier alles. Ich kann hier wirklich alles zu Eis machen. Ich lösche das Feuer wieder. Warte, ich lösche das Feuer löschen. So. Odi, Brixi, hört auf damit. Wir müssen doch die Sachen fürs Gute einsetzen. Guck mal hier, ich mache einen Schneemann für uns. Boah, du hast Brixi eingefroren. Entschuldigung, Brixi. Was ist das denn jetzt? Oh. Was war das? Was war das? Schau mal, Jimmy, da hinten. Wo denn? Ich sehe nicht. Da, wo mein Schild hinfliegt. Seid ihr Superhelden? Ja, sind wir. Und wer bist du? Ha? Zeig dich mal. Mein größter Gegner? Weißt du, wer mein größter Gegner wirklich ist? Mein größter Gegner ist die Schule. Genau, und jetzt nimm das, Junge. Viel Spaß da drüben. Angriff, Junge. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall hier wegfliegen, aber gerade geht das nicht. Ich muss ihn weiter mit meinem Röntgenblick angreifen. Wo ist er hin? Er kann sogar hier einfach... du hast recht. Wir sollten uns zusammentun. Jeder von uns hat Stärken. Das heißt, wenn Odi angreift und Brexy den Rücken frei hält, dann kann ich auch helfen. Leute, wenn wir zusammen angreifen, machen wir ihn fertig. Genau. Stimmt. Los geht's. Er ist Angriff. Richtig stark. Er ist echt stark, Leute. Wir müssen wirklich aufpassen. Warte, wo ist er hin? Seht ihr ihn, Leute? Hier. Was? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Oh, ich sehe hier ganz viele Dias. Haben wir ihn erledigt? Ich glaube, er... Ja, Leute, ich glaube, wir haben ihn wirklich erledigt. Das ging ja viel zu schnell, ey. Meint ihr, das war der einzige Gegner? Vielleicht kommt er wieder oder so. Oh, wir müssen wirklich aufpassen. Aber ich habe schon die nächste Stufe erreicht. Was ist das denn? Oha, man hat hier sogar ein Nachtsichtgerät. Die Pferde sehen ja richtig lustig aus. Die haben ja sogar Knochen und so. Wie cool ist das denn? Hey, Odi! Haha! Du hast ja ganz lustige Knochen, ey. Das sieht ja richtig witzig aus. Hier, ich mach dich zu Eis und ich mach dich auch zu Eis. Ey, Mann, das ist unfair, Jimmy. Nein, das ist doch nicht unfair, Leute. Das habt ihr davon. Wir müssen uns wirklich gut vorbereiten, wisst ihr? Oh, das ist echt cool. Ich will am besten wieder fliegen, ja. Oder wisst ihr was? Soll der doch herkommen? Wow, damit hat er nicht rechnen. Der Bösmann.
Butterbrot, hör auf damit. Oh, ja, okay, du hast recht, aber du jetzt... Du bist ja schon fast auch ein Bösewicht, Jimmy, du Blödkopf. Ist so. Ja, tut mir leid, ich hab hier einen Zauberwürfel. Hä? Sollen wir da mal draufklicken, Leute? Mein Weiß dir. Nicht, woher hast du den denn bekommen, Jimmy? Der lag da einfach, weißt du was? Ich werde den jetzt hier hinmachen, so. Was passiert jetzt? Soll ich mit meinen Röntgenaugen mal draufschießen? Das wäre richtig lustig. Ja, okay, ich will draufschießen und boom. Passiert doch gar nichts. Och, Mann. Hey. Hey, wo kommst du denn wieder her? Suchst du etwa deinen Zauberwürfel? Haha, ich hab ihn erledigt. Und jetzt ergib dich, du Bösewicht. Genau. Ich soll mich ergeben. Ich soll mich ergeben. Ja, besser ist es. Sonst werde ich meinen Röntgenblick einsetzen. Hey, was hat der gemacht? Meine Herzen waren gerade alle schwarz. Leute, wir müssen aufpassen. Ich glaube, der greift uns wieder an. Oh nein, nimm das. Los, nimm das. Hier. Ihr werdet mich nie töten. Doch, ich werde dich hochnehmen und zwar richtig. Hör auf, meine Freunde zu attackieren. Das ist alles eine Übung. Freunde, meint ihr, das ist der Lehrer? Das kann wirklich der Lehrer sein. Vielleicht will er uns zeigen, wie man richtig kämpft oder so. Oh, schreibt das mal jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, das ist der Lehrer oder wirklich ein Bösewicht. Ich werde ihn nämlich gleich mal fragen. Ey, du Fiesling, bleib hier. Bist du der Lehrer oder bist du wirklich ein Fiesling? Weil ich glaube, ich habe dich mit meinem Röntgenblick durchschaut. Haha. Bravo, Jim. Was? Leute, kommt mal her. Das war anscheinend alles eine Übung. Du bist der einzige von deinen Freunden, die es durchschaut hat. Also hast du uns in Gefahr gebracht, nur für eine Übung? Du spinnst doch, ey. Wo ist Odi? Sag uns sofort, wo Odi ist. Brexy hat recht. Erstens, ich bin euer Lehrer. Hört auf, mich zu schlagen. Zweitens, Odi ist da, wo ich ihn vor dem Unterricht hingeschickt habe. Zum Nachsitzen, weil er sich nicht an die Regeln der Schule halten konnte. Brexy, hast du das gehört? Er ist beim Nachsitzen. Glaubst du, dass ihm... Ich weiß nicht, ob wir ihm trauen können. Ich weiß auch nicht, ey. Du hast uns angegriffen. Hey, und jetzt auf einmal ist Odi weg. Bring uns sofort dahin. Und wenn Odi nicht da ist... Erledigt, Jimmy. Oh, wir sollten wohl besser zur Schule gehen. Was ist, wenn Odi wirklich da ist? Dann haben wir einen Fehler gemacht. Los, lass uns schnell hingehen. Ich werd nämlich einfach... Odi suchen, ja? Jimmy, wir sind Superhelden. Lass uns doch die Welt erobern. Ach Mann, Brexy. Du spinnst doch. Das ist nicht gut. Wir sollten immer noch Freunde bleiben und bodenständig, weißt du? Auch wenn wir Superheldenfähigkeiten haben. Wir können doch nicht die ganze Welt erobern. Es gibt auch andere Menschen, die haben auch Gefühle. Okay, wir gehen zur Schule, los! Ja, genau, wir gehen zur Schule, Leute. Oh, hoffentlich ist Odi da. Oh, mit dem superschnellen Laufen bin ich ja 0, nichts da. Wie cool ist das? Odi, wo bist du? Odi! Oh, bitte sag mir, er ist hier. Hier ist Odi gar nicht. Hast du ihn gesehen? Nein, ich wusste, irgendwas stimmt mit dem Lehrer nicht. Du hast recht. Ist hier irgendwie ein Geheimraum oder so? Oder wo kann denn Odi sonst sein? Vielleicht zu Hause. Ich werde zu Hause nachschauen. Genau, da ist er bestimmt. Odi, komm schon bitte, sei zu Hause. Odi, hallo? Er ist auch nicht zu Hause. Nein, das... Aber wenn er nicht in der Schule und nicht zu Hause ist, wo kann er denn sonst sein? Ich weiß es nicht, Brexy. Vielleicht werden wir das nie herausfinden. Och nein. Was machen wir denn jetzt? Odi ist nicht zu Hause und in der Schule. Ich will Odi zurückhaben. Und du hast den Lehrer erledigt. Was ist das jetzt? Jetzt haben wir keinen Anhaltspunkt mehr. Mann. Odi kann nicht weit sein. Ich meine, der ist doch Captain America gewesen. Und Captain America ist bestimmt in Amerika gewesen. Und, Amerika, sagst du. Was ist denn? Was hast du gesehen, Bexy? Hast du was mit... Ich glaube, ich habe hier sein Schild gesehen. Was? Schild? Nein, du lügst. Wo soll denn hier das Schild sein? Außerdem... Hey! Wenn er mich nicht sieht, dann sehe ich ihn auch nicht. Ah, es geht weg! Hey! Was ist denn mit dir los? Wir sind's, Brexy und Jimmy. Der hat mir so viel Angst eingejagt, dann bin ich einfach weggelaufen. Was?
Was? Warum das denn? Wir sind doch da für dich. Er ist ein Superheld und hat Angst. Davor hast du immer eine große Klappe gehabt, Odi. Genau. Das ist nur, weil ich Jimmys Kraft hatte und er hat meine Kraft geklaut. Was macht mein Auto hier? Das ist nicht dein Auto, Jimmy. Das ist dein Auto. Schenke ich dir. Wie cool. Du hast mir seinen Schlüssel gegeben. Richtig cool von dir. Nein, danke dir. Das ist ein Tagebuch. Schau doch rein. Oh nein, ich will dein blödes Tagebuch nicht anschauen. Schau rein. Aber ich hab den Schlüssel. Hey, gib das Auto wieder her. Hey. Aber das er hat doch, mein Auto geklaut! Das war doch mein nein, Auto! Warum passt mein Schlüssel da rein, Fangirl? Irgendjemand ist mein lügt! Auto. Mann, wer lügt von euch beiden jetzt? Ich will wissen, Mickey. Wer die Wahrheit sagt! Du lügst! Mickey lügt! Schau in das Buch, dann weißt du's! Warte mal, da steht für Jimmy! Oh, wie süß! Oh, du bist einfach die beste, Fangirl! Du hast mir ein Auto geschenkt! Wollen wir irgendwo hinfahren oder so? Das ist ein Einsitzer. Der ist nur für dich. Oh, Niki, das ist nicht dein Auto. Frag mal nach den Schlüsseln. Die soll dir die Schlüssel geben. Dann versuch mal, das Auto anzumachen mit den Schlüsseln. Hey, guck, ich hab auch einen Schlüssel. Ha, siehst du? Sie kann das Auto fahren. Weißt du was? Wenn ihr euch streutet, dann behaltet einfach... Hör, hier ist wirklich ein Schlüssel. Weißt du was, Niki? Behalt einfach deinen blöden Schlüssel. Ich will das Auto nicht. Fangirl, ich danke dir so sehr, dass du mir das gegeben hast. Du bist die Beste. Naja, dann ist das halt nicht dein Auto. Auch tschüss. Wenn das vielleicht geklaut ist. Ich werde meinem Auto weg... Hey, komm zurück, das ist meins. Leute, das war sehr merkwürdig. Was meint ihr, wer hat recht? Hat Niki recht oder das Fangirl? Freunde, wenn ihr denkt, das Fangirl hat recht, dann lasst jetzt ein Like da. Und wenn ihr denkt, Niki recht hat, der so komische Grimassen macht, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Na schön, weißt du was, Niki, es ist eh schon spät. Ich sollte nach Hause gehen. Wir können uns ja morgen nochmal treffen oder so, okay? Ich muss zum Polizei, das muss ich melden. Das ist wirklich mein Auto gewesen. Ja, ist die lügt. Alles gut, gute Nacht. Mann, Niki ist komisch, Leute. Warum heute rum wegen seinem Auto? Der hat doch genug Autos, Leute. Ich werde jetzt einfach nach Hause gehen und werde schlafen gehen. Es ist eh schon spät, Leute. Aber davor schauen wir nochmal bei dem Fangirl vorbei. Was macht die da? Bei mir zu Hause. Hey, Fangirl, was machst du da? Überraschung. Überraschung. Oh, was? Du schenkst mir noch ein Auto? Nee, das ist das von vorhin. Oh, du bist einfach die Beste. Ich wusste es, dass du nochmal vorbeikommst und mir das coole Auto schenkst, aber sag das Niki nicht, okay? Wieso denn? Das ist mein Auto. Na schön, ich glaub dir ja. Oh, wie cool, Leute. Schau dich mal das coole Auto an. Das sieht mir... Niki, was willst du hier? Ich mag das nicht, was ich hier sehe die ganze Zeit. Was das Fangirl will ich gegen mich aufhetzen. Nein, wir sind nicht. Das ist mein Auto. Verschwinde einfach, du Neidbummel. Neidbummel? Ja, wir waren mal die besten Freunde, Jimmy. Warum redest du so böse mit mir? Na, das Fangirl macht mir wenigstens Geschenke und du nicht. Hau ab. Genau. Du bist die Beste. Weißt du was? Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Schlaf gut, Fangirl. Tschüss, viel Spaß mit deinem neuen Auto. Das war super, Leute. Und ich habe eine neue Tür. Die habe ich mir neu einbauen lassen. Schaut mal euch das an. Da draußen ist mein Auto. Jetzt kann ich viel besser schlafen. Oh, gute Nacht, Leute. Was ein schöner Morgen, Leute. Schaut euch mal an. Dieser schöne, strahlend blaue Himmel. Oh, das wird heute der schönste Tag, den ich jemals hatte. Was macht das Fangirl da vorne wieder, Leute? Wo geht die hin? Die will doch jetzt nicht zu mir, oder? Oh, Leute, ich glaube, das Fangirl kommt wieder her. Ich muss auf jeden Fall die Türe zumachen, nicht, dass sie reingeht. Wir fragen uns... Ja, das ist mein Name. Was willst du von mir, Jimmy, ich war den ganzen Tag und die ganze Nacht in irgendwelchen Höhlen für dich. Warum warst du in irgendwelchen Höhlen? Was hast du da gemacht? Okay, ich sag's dir. In drei, zwei, eins. Das willst du mir zeigen. Wow, das sind ganz viele Diamanten. Wo hast du die her? Da hab ich doch gesagt, ich war in Höhlen die ganze Zeit für dich. Cool. Und die hast du extra für mich rausgesucht und die ganze Zeit rausgebuddelt? Oh, du bist einfach die Beste. Ich wüsste nicht, wie ich dir das jemals vergeben soll. Du bist einfach so nett zu mir.
Eigentlich mag ich dich. Du wirst vergeben. Ja, weil ich dich mag. Ich glaube, ich bekomme langsam Gefühle für dich. Hier, ich hab noch Luftballons. Warte mal, wer ist das denn da drüben? Da ist noch ein Fangirl. Das ist die andere Fangirlin. Was macht die bei mir? Was macht die blöde Kuh denn hier? Weiß ich nicht, was will die bei mir? Hey, hallo, was machst du da? Lass das Auto in Ruhe, hey. Hey, was machst du hier, Fangirl Mia? Warte mal, warum? Ich hab die noch ein Auto gekauft. Aber, nein. Wer lügt denn jetzt und wer sagt die Wahrheit? Warte mal, habt ihr das Auto etwa geklaut? Nein, sie haben das Auto gekauft. Du sollst ruhig, erzähl mir an. Ich komm durcheinander. Mann, was ist mit euch? Wer sagt jetzt hier die Wahrheit? Ich sag die Wahrheit. Sie hat genau das gleiche Auto wie von Niki. Sie hat das Niki-Auto geklaut und ich nicht. Du hast das Niki-Auto geklaut. Wegen dir ist Niki sauer auf mich und mag mich nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein neues Auto. Kein gebrauchtes, so wie das andere Fangirl. Das ist nicht gebraucht. Das ist nicht ein Auto. Neues. Oh, wen soll ich denn jetzt glauben, Leute? Irgendjemand sagt dir die Wahrheit. Mir musst du glauben. Ich weiß nicht, wer. Oh, Mann, ich glaube... Du glaubst jetzt mir. Aber du hast mir Diamanten geschenkt. Du könntest mich niemals anlügen. Ich glaube eher dem Fangirl als bei dir. Weil du... Guck mal. Ich hab viel mehr. Wo hast du die Diamantenflöcke her? Wow, wie cool. Aber vielleicht sagt der Fangirl mir die Wahrheit, Leute. Oh Mann, wen soll ich denn jetzt glauben, Leute? Weißt du was, ihr könnt einfach beide Autos mitnehmen. Ich will... Achso, ich hab das Auto kaputt gemacht. Das alte Auto ist weg. Boah, das ist direkt kaputt gegangen. Oh, das ist gar nicht gut. Ich glaube, die beiden verstehen sich nicht gut. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir einfach irgendwo anders hingehen und ihr vertragt euch aber wieder? Nicht mit der Lügnerin. Entweder ich oder die Lügnerin. Na, ich komme mit. Ich stelle keine Forderung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich beide anlügen. Nicht nur Fangirl Mia und Fangirl, sondern die lügen mich beide an. Ich werde das mal testen. Ich werde jetzt auch einfach lügen. Mal schauen, was sie dann machen. Wisst ihr was? Ich liebe euch beide. Oh, ihr seid so toll. Aber ich liebe dich auch. Ja. Nur ich liebe dich. Nein. Du kannst nur einlieben. Und wollen wir nicht eine Pyjama-Party bei euch machen? Das wäre voll cool, ja. Oder? Nein, das ist nicht cool. Pyjama-Party, ja. Warum? Das wäre doch voll cool, wenn wir alle eine Pyjama-Party machen zu Hause. Oh, genau, Leute. Ich glaube, das eine Fangirl mag das irgendwie. Ich glaube, ich finde langsam mal raus, wer hier lügt und wer nicht. Na schön. Was machst du da? Na schön. Okay, wisst ihr was? Ihr seid beide richtig merkwürdig. Wie wär's, wenn wir einfach Wahrheit oder Pflicht spielen? Genau. Okay, wenn es sein muss. Leute, ich liebe Wahrheit oder Pflicht. Da spiele ich am liebsten mit denen. Okay, okay, dann frage ich dich jetzt. Hast du mich angelogen? Ja, hat sie. Nein. Naja, doch. Nicht, siehst du. So, nix. Du, frag du jetzt. Ich möchte die blöde Schnäpfe fragen. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Oh, Wahrheit. Oh, okay. Was willst du sie fragen? Liebst du Jimmy wirklich so sehr wie ich? Aber natürlich viel mehr sogar. Oh, du bist so süß. Oh, sie liebt mich, hast du gehört? Sie liebt dich aber nicht so sehr wie ich dich. Oh, Mann. Wirklich. Okay, jetzt ich. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Dann schick sie weg. Ich kann jetzt nicht das Fangirl einfach wegschicken. Sie ist doch auch richtig lieb und ich liebe sie auch. Eine liebe Lügnerin. Guck, sie weint gar nicht mal. Weil sie Angst hat und weil sie lügt, genau. Nein, ich glaube, du musst nach Hause gehen, Fangirl Mia. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Bereuen. Warum bereuen? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, meinst du, sie ist sauer auf mich? Ja. Meinst du sehr? Ja. Meinst du, ich bin in Gefahr? Nein, ich beschütze dich. Das ist eine blöde Lügnerin gewesen. Okay, du bist einfach die Beste. Ich weiß, dass du mich niemals anlügen würdest. Niemals. Und weißt du was? Ich vertraue dir komplett blind. Egal, was du sagst und tust, ich würde dir glauben. Weil du hast mir deine Wahrheit bewiesen. Aha. Siehst du, ich sag immer die Wahrheit. Naja, ich muss jetzt auch gehen. Tschüss. Okay, dann sehen wir uns morgen. Ja.
Ganz bestimmt. Okay, Leute, das fühlt sich so an, als wenn sie irgendein Geheimnis hat. Aber ich weiß nicht welches. Das war richtig merkwürdig. Naja, wir warten mal ab. Boah, ich werde sie jetzt fragen, warum sie keine Zeit mit mir hat, Leute. Ja, die hat immer mit mir Zeit. Warum jetzt auf einmal nicht? Hey, Fangirl, sag mal, willst du mit mir nicht was machen heute? Komm schon. Warum kannst du heute nicht? Du kannst immer. Ich muss meine Nägel machen. Oh, na schön. Okay, dann gehe ich eben wieder. Leute, ich glaube, ich sollte einfach... Warte mal. Da oben ist doch Fangirl und Mia. Was machen die beiden denn da? Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ich glaube, eine von den beiden lügt mich wieder an, Leute. Ich glaube nicht, dass das Fangirl mich anlügen würde. Niemals. Aber schaut sie euch an. Irgendwas macht die bei dem Baumhaus da. Wir lauschen mal, Leute, und schauen mal genau, was sie da machen. Aha. Wenn ich rausfinde, dass sie mich angelogen hat, werde ich sie an Lügendetektor anschließen. Genau. Ist sie losgeworden? Hä? Er wird niemals die Wahrheit herausfinden. Ich will noch den verzauberten Kuchen backen, damit das Schirm vergiftet wird. Mal spinnt ihr eigentlich? Denkt ihr auch, ich bin doof, ne? Ihr beiden kommt jetzt. Nein, ihr beiden kommt jetzt mit. Wir gehen zu Braxy, zu seinem Lügendetektor. Los. Anscheinend wollen mich alle vergiften. Ihr kommt jetzt beide mit und ich werde jetzt die Wahrheit rausfinden. Wer von euch beiden lügt und wer nicht? Oh, Leute. Sie lügt. Ja, sie lügt oder sie lügt, das ist mir egal. Aber den ganzen Tag schon macht ihr mir irgendwelche Geschenke und die anscheinend sind das gar nicht eure Geschenke. Wir müssen mal kurz hier einmal so reingehen. Sagt das Braxy nicht. Ich werde mir das einmal hier... So, wir müssen nach unten gehen. Kommt mit runter. Und der Lügendetektor ist direkt da vorne und ihr habt keinen Entkommen. Habt ihr verstanden? Los, rein mit dir, Fangirl Mia. Du bist die Erste. Okay. Bist du Fangirl Mia? Ja, Wahrheit oder nicht Wahrheit? Redet die da? Ja, das stimmt, es ist grün. Okay, nächste Frage. Magst du mich? Ja oder nein? Ja. Das stimmt auch, Leute. Anscheinend lügt sie nicht. Okay, du kannst wieder raus. Jetzt du, Fangirl. Was ist mit dir? Hä? Traust du dich? Okay. Ja. Ja, genau. Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink? Nein. Das ist gelogen. Du hast gelogen, das stimmt nicht. Okay, nächste Frage. Sieht nicht gut für dich aus. Aber meine Lieblingsfarbe ist orange, wie du. Nein, deine Lieblingsfarbe ist pink, das weiß ich. Und nächste Frage. Hast du mich schon mal angelogen, ja oder nein? Nein, niemals. Das stimmt nicht, das ist auch rot. Du hast gelogen. Die ganze Zeit. Okay, das reicht mir erstmal. Fangirl Mia, du gehst jetzt da wieder rein. Jetzt kommen die harten Fragen. Ich hab dich nur angelogen mit den Diamanten. Also waren die geklaut, oder was? Nein, die waren nicht geklaut. Ich war nicht in Wien. Das ist mein ganzes Ersparnis gewesen. Dann hör auf, mir das zu geben. Halt das für dich. Na schön, Fangirl Mia. Kommen wir zur finalen Frage eigentlich. Und zwar, hast du mich heute angelogen? Nein. Das ist gelogen. Du hast mich heute angelogen. Wann hast du mich angelogen, Fangirl Mia? Die Wahrheit. Die lügt. Na schön, dann kommen wir jetzt. Setz dich wieder hin. Noch eine Frage kommt. Okay, das ist die letzte Frage für dich. Ist dein Auto gestohlen, ja oder nein? Ja. Hä, was jetzt? Ja oder nein? Hä, das war ein Nein, oder? Hä? Ich weiß nicht, kann das nicht deuten. Na, du musst mal reingehen, ich werde dir die Frage auch stellen. Mal schauen, ob du die Wahrheit sagst. Nein. Na schön, okay. So, ist das Auto gestohlen gewesen oder nicht? Wahrheit oder nicht? Na, was antwortest du? Nein, ist es nicht. Das ist die Wahrheit. Du hast das Auto nicht geklaut. Das war wirklich nicht Nikis Auto. Oh, ich wusste es, dass du die Wahrheit sagst. Du Lügnerin. Du bist die Übeltäterin. Du hast den ganzen Tag nur gelogen. Ey, lass mich raus. Oh, ich muss sie rauslassen. Hör auf, mich zu schlagen. Hau ab. Ich werde das alles Braxy sagen. Genau. Hau am besten ab und lass dich nie wieder hier blicken, weil du lügst mich nie wieder an, Fangirl Mia. Merk dir das.
jedenfalls, als weiß ich nicht, wäre irgendwie mein Bein eingeschlafen. Oh, Mann, und warum ist hier so viel Spielzeug? Was? Sogar so einen Teppich haben die hier. Warte, ich muss mit aller Kraft es versuchen, Leute. Ihr müsst mir helfen, kommt schon. Wenn wir jetzt alle zusammen liken, dann schaffen wir das. 1, 2, 3, auf 3, kommt schon. Oh, danke, ihr seid die besten, Leute. Okay, aber hier ist irgend so ein komisches Gitter. Warum komme ich hier nicht raus? Und was ist das für eine komische Piñata-Figur? Und hier sind überall komische Sachen. Ich will hier raus. Ich will aber auch nicht schreien. Wer hat mich hier eingesperrt, Leute? Wer war das da unten? Hilfe! Oh, Hilfe, ich bin hier eingesperrt. Kann mich denn niemand raus? Was? Fängt doch mal leise, wir wissen, dass du eingesperrt bist. Aber, Ruhe da unten. Aber ich dachte, ihr seid nett. Ich dachte, wir machen einen Ausflug, einen Campingausflug. Was ist das denn jetzt? Ich dachte, wir sind alles Freunde und ihr mögt mich. Kleine Planänderung. Wir machen noch den Campingausflug, ja. Aber nicht mit dir. Denn wir haben andere Pläne mit dir. Aber das ist voll fies, Leute. Die haben mich jetzt einfach eingesperrt. Ja, mach noch mal die Tür auf. Komm schon. Genau, mach sie noch einmal auf. Hey, ja. Du traust dich das eh nicht noch mal. Genau. Ja, traust du. Du bist naja, richtig fies. Jetzt sei hier leise. Sonst lockst du die Zombies noch an. Wo sind die anderen Fangirls? Hey, komm zurück. Och nein, Leute, sie hat uns hier allein gelassen. Und hier ist einfach nur eine Toilette. Naja, wenigstens habe ich eine Toilette, Leute. Die brauche ich aber jetzt nicht. Ich kann da auch nicht rüberspringen. Das geht nicht. Ich komme da auch nicht ran. Na, verdammt, Leute, ich will hier raus. Das ist doch voll gemein. Warum sind die so gemein? Ich habe denen gar nichts gemacht. Oder haben die das etwa mit meinen Freunden zusammengetan, weil meine Freunde wollten auch nichts mit mir machen? Hilfe! Hilfe! Lass mich doch raus jetzt endlich! Das ist nicht fair! Ich dachte, ihr wolltet was von mir. Jetzt kommt schon! Seid so gemein! Dann mache ich eben eure Spielsachen kaputt. So, die will sowieso niemand haben. Mann! Niemand raus, Leute. Ich muss hier irgendeinen Weg finden, wie ich hier rauskomme. Aber das geht nicht. Hilfe! Kann denn niemand kommen? Psst. Hä? Psst. Nein. Die ist bestimmt auch böse, Leute. Los. Was? Nicht gemein sein? Warte mal. Leute, die hat mich hier rausgeholt. Und hat die ganze Zeit psst gesagt. Psst. Aber, warte mal, bist du etwa nett? Oh, Leute, das ist die erste nette Person heute. Und die heißt Mia. Aber warum schlägst du mich? Ich folge dir doch schon. Okay, und warte, ist das dein Haus da drüben? Jetzt hören. Oh, du bist einfach... Was ist denn da unten? Oh, los, lauf. Nicht, dass sie dich erwischen oder so. Okay, sehr gut. Ich glaube, die haben uns bis jetzt noch nicht erkannt. Mia! Oh. Mia! Nein. Sie sind ausgebrochen! Komm schnell runter! Nein, Leute, ich höre sie, wie sie nach uns suchen. Mia! Ich glaube, wir sollten ihr folgen, Leute, aber das ist so tief. Oh Mann, Mia! Ich hab Angst. Geronimo! Oh nein, das haben bestimmt die gehört. Nein, jetzt wissen wir, wo wir sind. Los, lauf. Was war das? Oh. Ich sehe sie hier vorne. Nein, die haben uns gesehen, Leute. Miau. Wir müssen laufen. Los, Mia, schnell, ich verfolge dich. Oh, du bist die Beste. Warte, ich kann bestimmt auf dem Pferdchen reiten. Ja. Oh Mann, du doofes Pferd. Warum ist so? Oh, da sind sie, Leute. Lauf. Oh. Timmy, wenn ich dich in die Finger kriege, kriegst du meine Fingernägel in den Hals. Mach die Tür zu. Oh, und die Tür muss auch zu sein. So, schließ alles ab. So, sehr gut. Ich muss abschließen. Und alles abgeschlossen. Nein, ich gehöre gar niemanden. Ihr sollt mich einfach nicht einsperren. Das ist total doof, was ihr macht. Und Lia, von dir hätte ich das niemals gedacht, dass du so gemein bist. Das ist richtig gemein. Hä? Komm, ich baue mich hier rein. Komm schnell, Lia. Hoch, Leute. Lia. Oh nein, wir müssen jetzt irgendwie abhauen. Besser ist es. Ey, hör auf, aua. Mhm. Du bist gemein. Am besten lässt du dich hier nie wieder blicken. Hast du verstanden?
Ich bin sowieso alle. Oh, du bist gemein, Leute. Och, Fangirl, ich hätte dir von Anfang an vertrauen sollen. Du bist einfach die Wahrheit in Person. Mhm. Siehst du, ich hab dir immer die Wahrheit gesagt und meine Liebe zu dir ist auch ehrlich. Aber vielleicht hab ich die Wahrheit nicht zu dir gesagt. Ich will vielleicht gar keine Freundin haben. Ich will einfach nur die Geschenke. Oh, Leute. So viele tolle Geschenke. Mann, ach. Das war noch nicht so gemeint. Oh, nicht, dass du mich auch noch an den Lügendetektor anschließt, Leute. Ich würde sagen, das soll es mal von dem Video gewesen sein. Schickt auf jeden Fall meine Freunde ab. Bis zum nächsten Video. Euer Jamie. Tschüss.